Hi, ich bin Chris, Katzentrainerin, und ich zeige euch heute die Grundlagen des Katzenspaziergangs. Der Lebensraum unserer Katzen hat sich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig stark verändert. Die Reviere der Freigänger werden immer kleiner und ganz viele Katzen leben in Wohnungen. Und genau da kommt der Katzenspaziergang ins Spiel. Ein Katzenspaziergang lässt sich nicht mit einem Hundespaziergang vergleichen. Wir geben unseren Katzen außerhalb der Wohnung einen gesicherten Rahmen, um ihre Umwelt zu entdecken. Und zwar in ihrem eigenen Tempo. Wichtig ist es zu wissen, dass Katzen draußen gleichzeitig Jäger und Beute sind. Das heißt, sie haben ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis. Wir müssen auch vertikal denken, denn Katzen können Bäume hinaufklettern oder auf hohe Mauern springen. Das wichtigste Ziel ist die gemeinsame Zeit draußen und unseren Katzen eine Bereicherung im Alltag zu ermöglichen. Nicht jede Katze ist für einen Spaziergang geeignet. Das Wichtigste ist die Art und Weise, wie die Katze mit neuen Herausforderungen umgeht. Eine ängstliche und scheue Katze würde ich nicht mit auf einen Spaziergang nehmen. Hingegen für eine offene, selbstbewusste und neugierige Katze kann es eine wunderbare Bereicherung für den Alltag sein. Das A und O für den Katzenspaziergang ist die Vorbereitung und das Training. Haltet euch da an das Tempo eurer Katze. Eure Katzen sollen sich wohl in ihrem Geschirr fühlen, euch folgen, sicher an der Leine gehen und zu euch zurückkommen, wenn ihr sie ruft. Außerdem solltet ihr einen Safe Space dabei haben, also einen sicheren Rückzugsort für eure Katzen. Verknüpft das Geschirrtragen mit etwas Positivem. Ich mache das ganz gerne mit Leckerlis. Sobald eure Katzen sich wohl im Geschirr fühlen, spielt doch einfach mal ein wildes Angelspiel oder lässt sie von Stuhl zu Stuhl springen, damit sie auch wirklich ein gutes Körpergefühl im Geschirr entwickeln. Eure Katze muss lernen, euch zu folgen. Am besten macht ihr das mit Klicker und Leckerlis. Ihr seid 2-3 Meter weg von eurer Katze. Wartet, bis sie euch anschaut, klickt und zeigt ihr das Leckerli. Eure Katze wird zu euch kommen, um sich das Leckerli zu holen. Dann geht ihr wieder 2-3 Schritte weg und wiederholt das Gleiche. So lernt eure Katze, euch zu folgen. Unsere Katzen müssen lernen, an der Leine zu laufen. Voraussetzungen dafür sind, dass sie sich wohl in ihrem Geschirr fühlen und dass sie das freie Folgen bereits kennen. Die Herausforderung jetzt ist das Gewicht des Karabinerhakens. Versucht, eure Katze so zu unterstützen, dass ihr mit der Leine das Gewicht ein bisschen anhebt. Wir üben jetzt eigentlich das gleiche Prinzip wie beim freien Folgen. Das heißt, unsere Katze ist 2-3 Meter weiter entfernt, uns verbindet die Leine. Sobald die Katze uns anschaut, klicken wir und geben ihr ein Leckerli bei uns. Dann gehen wir wieder 2-3 Schritte weiter und wiederholen das Spiel. So lernen unsere Katzen an der Leine, uns nachzulaufen. Auch wenn wir alles dafür tun, dass nichts passiert, kann es doch vorkommen, dass sich unsere Katze erschreckt und vielleicht aus dem Geschirr windet oder dass uns die Leine aus der Hand fällt. Und in diesen Situationen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Katzen auf unser Rufen zu uns zurückkommen. Deswegen bitte übt mit euren Katzen, bevor ihr rausgeht, einen sicheren Rückruf. Ein sicherer Rückruf ist kein alltägliches Kommen, sondern es ist ein Notfallsignal, bei dem eure Katzen, egal was sie machen und wo sie sind, zu euch zurückkommen. Eure Katzen brauchen einen sicheren Rückzugsort. Gerade wenn ihr zum Beispiel einem Hund begegnet oder etwas Unvorhergesehenes passiert. Dazu eignet sich die Transporttasche eurer Wahl. Denn ganz, ganz wichtig ist, dass sich eure Katzen darin wohl und sicher fühlen. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem ersten Abenteuer. Lasst uns in den Kommentaren eure Erfahrungen wissen. Abonnieren nicht vergessen und bis bald!